Dann kommen wir jetzt zum Transfer-Update. Da gibt's nicht allzu viel zu berichten. Natürlich dreht sich alles um Sascha Kalajdzic. Bleibt er oder bleibt er nicht? Er selber kann es auch noch nicht so richtig sagen. Er sagt aber auch, das muss man hier erwähnen, natürlich kann ich mir vorstellen, meinen Vertrag zu verlängern. Warum sollte ich das nicht können? Aber das müsste auch passen. Das entscheide nicht nur ich, das entscheiden auch andere. Ja, also warum soll es nicht klappen? Klar, wir haben es ja mehrfach schon erwähnt, der VfB würde gerne den Vertrag mit Sascha Kalajdzic verlängern. Er selber geht ja auch mit der Situation sehr, sehr offen um. Ja, ich finde das erfrischend ehrlich, ja, wenn man sich hinstellt und sagt, ja, von mir aus bleiben wir ja nochmal ein Jahr. Wenn es für alle Seiten passt, unterschreibe ich. Aber ich möchte mir halt auch andere Optionen offen halten. Und er sagt ja auch ganz klar, wenn ich oder die Person, deren Meinung mir am wichtigsten ist, der Meinung sind, dass es etwas gibt, das mich wirklich beeindruckt und wo ich sage, das möchte ich machen, dann mache ich das auch. Und das ist so ein klares, ehrliches Statement. Ich finde es okay. Einziger Kritikpunkt, ich weiß nicht, wie du es siehst, als Verein hätte ich auch mal irgendwann gern ein bisschen Klarheit. Gerade wenn es so eine wichtige Position ist und vor allen Dingen dann noch eine Position ist, die man nicht einfach mal so neu besetzen kann. Also du findest nicht an jeder Ecke einen Ersatzstürmer sozusagen, der ein ähnliches Niveau hat, sondern das ist fast schon die Königsdisziplin aktuell, einen gescheiten Stürmer zu verpflichten. Also das ist das Einzige, was ich so ein bisschen kritisiere, dass ich von Seiten des VfB Stuttgart das nicht so cool finden würde, dass der Spieler sich da nicht ganz so deutlich äußert und offensichtlich schon bereit ist, den Markt zu checken. Aber aus Spielersicht wahrscheinlich legitim. Ja, aus Spielersicht natürlich komplett legitim. Und vor der EM fand ich diese Offenheit auch noch sehr erfrischend. Jetzt nach der EM muss ich sagen, jo, jetzt, weißt du, er sagt das so, ich entscheide mich um 7:55, ob ich um 8 ins Kino gehe oder nicht. Das ist für ihn natürlich völlig okay. Aber dann möchte man ihn schon fragen, Sascha, du weißt schon, wenn du irgendwie kurz vor Ende des Transferfenster-Schlusses wechselst, dass du den VfB damit völlig in die Scheiße reitest, oder? Also, und ich finde, so ein Bewusstsein muss ein Spieler auch haben. Und Mislintat hat es der Arzt ja auch gesagt, irgendwie eine Deadline zu setzen ist irgendwie Quatsch, weil da kommt ein Club an und bietet halt irgendwelche Wahnsinnssummen. Da muss man eh einknicken. Aber ja, bei aller Transparenz und bei aller Offenheit und erfrischenden Ehrlichkeit, die dann Kalajdzic an den Tag legt, ja, sag ich halt, ja, aber je später du deine Entscheidung triffst, desto blöder ist es für den Verein, den du dann verlässt. Und wenn du gehst, dann hat der VfB noch genau zwei Stürmer, und das sind Al-Gadoui und der 17-jährige Mo Sanko. Und dann ist der VfB aus meiner Sicht ziemlich am Arsch. Und ja, ja. Deswegen wäre es echt mal jetzt wirklich sehr dankbar für den VfB und für uns Fans, mal ein klares Statement von Kalajdzic zu hören. Ich will weg oder ich will bleiben. Ja, und dieses ewige Rum, dann doch geeiere, ich entscheide mich irgendwann und meine Kumpels und Freunde und Familie, die sagen mir, was gut ist und nicht. Oh, also ich muss sagen, ich bin da jetzt tatsächlich ein bisschen genervt davon. Ich verstehe auch die neue Ablöseforderung des VfB so, dass man ein Zeichen in Richtung Berater und Spieler sendet. Wir haben ja lesen dürfen, ich glaube in der Stuttgarter Zeitung war es, dass der VfB jetzt angeblich 50 Millionen für Kalajdzic aufruft. Und also ich mag ihn ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Verein gibt, gerade jetzt in den Zeiten auch, der 50 Millionen für Kalajdzic hinlegt. Also das sehe ich überhaupt nicht. Und ich sehe das aktuell auch so, dass das Mislintat hier einfach ein Zeichen setzen wollte, ja, in Richtung Berater und Spieler. Hey, kommt mal runter, wenn ihr gehen wollt, das entscheiden immer noch wir und nicht genau ihr. Ja, wir sagen, wann es okay ist. Ich persönlich, ich habe ja gerade eben gesagt, ich finde die Ehrlichkeit von Kalajdzic erfrischend und gut, dass es so ist, aber ich bin da ganz bei dir. Man muss natürlich jetzt mal irgendwann Planungssicherheit haben, und der VfB muss auch die Möglichkeit haben oder noch die Zeit haben, sich nach einem anderen Spieler umzuschauen. Auch das, finde ich, ist Kalajdzic dem Verein so ein Stück weit schuldig, der eben nicht direkt einen neuen Spieler verpflichtet hat, als sich Kalajdzic schwer verletzt hat, sondern gesagt hat, wir warten auf dich und Wort gehalten hat. Ja, und dann auch Kalajdzic wieder die Möglichkeit gegeben hat, sobald er fit war, Einsatzzeit zu bekommen und Minuten zu bekommen, noch in der abgelaufenen dann Zweitligasaison, hat er ja die Minuten bekommen gegen Sandhausen, Nürnberg und auch gegen Darmstadt war das letzte Spiel. Ja, und all das, finde ich, sollte man nicht vergessen jetzt aktuell. Also ich möchte jetzt hier nicht irgendwie turnen und Kalajdzic irgendwie verfluchen, gar keine Frage, ich finde den immer noch toll. Ich würde es halt nur cooler finden, wenn diese Nummer relativ zeitnah dann beendet ist und wir wissen, wie es hier weitergeht mit dem VfB. Wahrscheinlich ist das so viel verlangt in der heutigen Zeit. Bei eins ist auch klar, wenn jetzt wirklich so ein großer Verein käme, wie Tottenham, wie Chelsea, wie was weiß ich wer, und Kalajdzic anfragt, dann will der Spieler natürlich diese Chance wahrnehmen.
Und dann ist halt die Frage, ist der VfB bereit, auch für Summen weit unter 30 Millionen zu sagen, okay, wir machen das jetzt. Und hier setze ich wieder auf Sven Mislintat, der zwar sagt, es gibt Schmerzgrenzen, aber wir sind zumindest in der Lage, diese hochzusetzen. Und das ist auch so ein klares Statement von Sven Mislintat. Wir werden den jetzt hier nicht für 23 Millionen wie Nico Gonzalez ziehen lassen, sondern Ja. wenn einer kommt, dann muss es ballern. Und was auch wichtig war, der Kicker fragt Sven Mislintat, wenn er zum Beispiel am 30. August ein Top-Club käme, 30 Millionen hinlegt und sagt, hier, wir kaufen Kalajdzic, wäre das eine Option? Dann sagt er, nee, das wären zwei Neins. Zu einem so späten Zeitpunkt findest du keinen Ersatz und es wird sowieso schwer bis unmöglich, Ersatz zu finden für Kalajdzic. Und 30 Millionen würden auch nicht reichen. Auch das ist ein klares Statement. Und das ist auch ein Statement, an dem müsste sich Mislintat halt messen lassen. Ja. Das heißt, wir wissen jetzt, unter 30 Millionen würde er diesen Verein nicht verlassen. Wahrscheinlich nicht unter 35 Millionen. Genau, und ich finde, man muss dem Spieler keine Deadline setzen, aber man kann dem Spieler ja sagen, du Sascha, also wenn du jetzt immer noch hin und her machst, dann sagen wir halt, ab dem 1.8. erhöht sich unsere 50. Forderung ne, Woche für Woche um 5 Millionen. Und wenn du Ende August wechseln willst, ja, dann brauchen wir 50, ja. Und ich finde, so muss es machen. Also du darfst ja dann schon wirklich dezenten Druck auf den Spieler ausüben. Und ich weiß nicht, ob Kalajdzic dem VfB irgendwas schuldig ist, aber zumindest sollte er dann wirklich so weit mitdenken, dass der VfB noch Zeit braucht, um Ersatz zu finden und dass es halt dann Ende August sehr, sehr schwierig ist und insofern muss man als VfB dann irgendwann sagen, okay, also du kannst wechseln, aber dann muss halt so viel Kohle fließen, dass das uns das dann quasi eine Zweitligasaison finanzieren würde und das sind halt dann die 50 Millionen und dann ist es halt so, dann gehen wir halt ohne Stürmer in die Saison und holen noch irgendwen, ja. Und also, aber klar, so spät geht das dann nicht mehr. Also die Nummer nach seinem Kreuzbandriss, Meniskusriss, also nach seinem Totalschaden im Knie, ich finde schon, dass er dem Verein, also da zumindest einen fairen Umgang jetzt schuldig ist. Ein fairer Umgang, ja. Und ich finde, ich fände es von Kalajdzic auch wirklich super, wenn er für sich selber sagen würde, ich mache für mich selber am 15.8. eine Deadline, ja. Und wenn ich am 15.8. nicht weg bin, dann bleibe ich auch. Das fände ich fair gegenüber dem VfB. Aber dieses zu sagen, ja, wenn was kommt und ich kann es nicht sagen, vielleicht bleibe ich, vielleicht wechsle ich und so. Also ich mag es nicht mehr hören. 15.8., da gehe ich mit. Meine Deadline wäre sozusagen der erste Spieltag. Das wäre der 14.8., also von daher, das passt. Ja, da sind wir uns einig. Ja, da würde ich sagen, bis dahin will ich Klarheit haben als Verein und danach, wenn du jemanden bringst, der abartig viel Geld hinlegt, klar, da kannst du gerne gehen, aber dann gehst du halt hier nicht für 35 Millionen. Und wie gesagt, diese 30 Millionen sind schon mal eine Ansage. Ich würde selbst da schon ein Fragezeichen machen, ob es einen Verein gibt, der 30 Millionen für Kalajdzic ballert. Ja. Ist schon eine Menge Holz und 35 kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen und von 50 brauchen wir gar nicht sprechen, ja. Und wenn dann die Vereine, die so viel Geld zahlen würden, dann erst erfahren, dass Kalajdzic ohne Sosa eigentlich nur halb so viel wert ist, dann, naja. Ja, also über den haben wir noch gar nicht gesprochen, da gibt es zwar aktuell keine Gerüchte, aber Borna Sosa ist durchaus ein Kandidat, also da könnte ich mir auch vorstellen, dass es ein unmoralisches Angebot noch geben könnte. Ja, also es gibt, wie gesagt, überhaupt keine Gerüchte aktuell, aber das ist so ein Spielertyp, linker Außenverteidiger. Naja, Außenverteidiger ist der heiße Scheiß, ne? Also, ja. Also offensive Außenverteidiger. Du hast schon gesagt, ne, Spinazzola, Achillessehnen-Dings, der ist nicht auf dem Markt und so weiter. Der ist Borna Sosa ja quasi Europas heißer Scheiß. Also ich würde mich wundern, wenn es da nicht den einen oder anderen Verein gibt, ja. Der Borna Sosa auf dem Zettel stehen hat. Vielleicht hat man auch schon angefragt und Sven Mislintat hat nur lächelnd irgendwie so eine WhatsApp geschickt mit vielen Nullen und man hat sich gedacht, also du meinst, das war das Bild, wo man ihn und Materazzo aufs Handy und das stimmt, das könnte sein. Ja, vielleicht war es aber auch eine Nachricht von Philipp Clement, der ganz enttäuscht feststellen musste, dass er offensichtlich jetzt erstmal nicht nach Köln wechseln kann, denn die Kölner müssen unbedingt noch ihren Kader verkleinern. Müssen und wollen, muss man vielleicht dazu sagen, denn vorher ist kein Platz für Clement. Wir haben ja letzte Woche mal darüber gesprochen, dass Köln jetzt zumindest mal Kohle in der Kasse hat, nachdem Bornau nach Wolfsburg gewechselt ist für 14,5 Millionen Euro. Aber das reicht wohl noch nicht. Also rein finanziell wäre es wohl schon möglich, Clement jetzt zu verpflichten, aber der Kader ist einfach noch zu groß. Baumgart möchte da für mehr Platz sorgen und bevor das nicht erledigt ist, wird auch ein Philipp Clement nicht nach Köln wechseln. Ja, wie gesagt, ich würde mich auch nicht wundern, wenn der VfB jetzt nicht mehr so erpicht darauf ist, dass Clement wechselt, ja. Dass man sagt, wir brauchen dich,
Ja, bekommt er jetzt auch viel Einsatzzeit, war oft in der vermeintlich ersten Mannschaft dabei bei Testspielen. Also hat das auch gut gemacht, muss ich sagen. Einmal auf der 8, einmal auf der 6. Also das sieht alles ganz hervorragend aus. Und ich hätte nichts dagegen, so einen Clement in der Hinterhand zu haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bevor man den vom Hof jagt, dann doch lieber behalten. Und wir haben ja davor davon gesprochen, dass wir auch vielleicht Spieler mit einer gewissen Erfahrung brauchen. Die würde ein Clement definitiv eher mitbringen als ein Bears. Das können wir mal festhalten. Ja, das ist so. Ja, also da müssen wir mal abwarten, wie das sich jetzt alles weiterentwickelt mit Philipp Clement und dem ersten FC Köln. Das Interesse besteht, wie gesagt, weiterhin, aber zum einen ist die Kadergröße in Köln ein Problem, zum anderen vielleicht auch jetzt die neue Situation für den VfB Stuttgart mit vielen verletzten Mittelfeldspielern. Dann habe ich noch was zur U21 und da geht es zunächst auch wieder nach Köln, und zwar Domenico Alberico. Der hat letzte Woche beim ersten FC Köln, sondern bei Viktoria Köln mittrainiert. Da sah es auch danach aus, dass er vielleicht nach Köln wechseln würde, aber das hat sich zerschlagen. Er ist jetzt immer wieder zurück beim VfB und man sucht wohl weiterhin nach möglichen Wechseloptionen. So, dann kommen wir zu einem Spieler, Sebastian, den kannte ich ehrlich gesagt nicht. U21 Ersatzkeeper Niklas Heger. Hast du schon mal was von ihm gehört? Nee, zu meiner Schande noch nie. Das ist gar keine große Schande. Also, wie gesagt, ich kenne ihn auch nicht und er hat auch in 2 Jahren hier beim VfB Stuttgart nur ein Spiel absolvieren dürfen. Also ist nicht groß in Erscheinung getreten, verlässt jetzt den VfB in Richtung Karlsruhe. Viel mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Vielleicht noch eins, U17-Keeper Dennis Simon rückte jetzt erstmal zu U21 auf, denn wir haben ja mitbekommen, Florian Schock und natürlich auch Sebastian Hornung waren mit in Kitzbühel und da hatte natürlich der Frank Fahrenhorst ein Torhüterproblem. Also man musste da sozusagen ein bisschen aufstocken. Ich weiß nicht, ob Dennis Simon jetzt längerfristig bei der U21 eingeplant ist, weil auch ja, was den dritten Torhüter angeht beim VfB, bei der Bundesligamannschaft, ist ja noch die Frage offen, ob man dann jetzt mit Hornung oder mit Schock weitermacht oder ob man sich noch jemand von extern dazu holt. Also das müssen wir jetzt mal in den nächsten Wochen beobachten, wie das hier weitergeht. Aber wir können festhalten, Niklas Heger ist nicht mehr VfB-Spieler. Wahnsinn. Ja, aber das VfB-Torhüterkarussell ist echt stark in Bewegung. Ne? Also Kobel weg, Gral weg, Heger weg, Florian Müller neu da, aber gleich bei Olympia. Also das ist echt gerade sehr, sehr aufregend.